Im Herzen von Wien des 19. Jahrhunderts machte ein junger Arzt eine einfache, aber bahnbrechende Entdeckung. Sie veränderte die Medizin für immer, rettete die Leben von unzähligen Frauen und ruinierte sein eigenes. Dr. Ignaz Semmelweis wurde 1818 in Ungarn geboren. Er kam aus einer einfachen Familie, war aber sehr klug. Nach der Schule studierte er Medizin. Der junge Doktor arbeitete in der Geburtsklinik des Wiener Allgemeinen Krankenhauses. Dort fiel ihm etwas Beunruhigendes auf. Viele Frauen, die in der Klinik mit Ärzten entbanden, starben sehr häufig am Kindbettfieber. Mütter in den Abteilungen mit Hebammen waren gesund. Das verwirrte Semmelweis. Er sorgte sich um die Frauen und Babys. Also beschloss er, die Ursache zu finden. Durch akribische Forschung machte er eine wichtige Entdeckung. Er bemerkte, dass manche Ärzte direkt von Leichensektionen zu Geburten gingen. Er vermutete, dass sie gefährliche Erreger übertrugen, die die Mütter infizierten. Um das Problem zu lösen, führte Semmelweis eine einfache, aber revolutionäre Änderung ein. Ärzte mussten sich vor Geburten die Hände mit Chlorlösung waschen. Durch diese einzige Maßnahme starben deutlich weniger Mütter, die von den Ärzten betreut wurden. Trotz dieser guten Ergebnisse lehnten die meisten Kollegen seine Idee ab. Sie wollten sich schlichtweg nicht ihre Hände waschen. Die Ärzte seiner Zeit glaubten ihm nicht, weil die Keimtheorie von Krankheiten noch nicht allgemein anerkannt war. Die Ablehnung und das Leid, das er sah, machten Semmelweis krank. Er wurde depressiv und bekam Angstzustände. 1865, mit 47 Jahren, wurde er in eine psychiatrische Klinik in Wien eingewiesen. Er starb dort nur 2 Wochen später, angeblich an einer schweren Infektion. Aber wahrscheinlich wurde er von den Wärtern geschlagen. Das wurde jedoch nie bewiesen. Semmelweis Geschichte zeigt, wie schwer es Pioniere in der Medizin hatten. Seine Arbeit wurde später Standard und rettete viele Leben. Aber sein tragisches Leben und Sterben zeigen, wie schwierig es ist, alte und etablierte Überzeugungen in Frage zu stellen und zu ändern. Die Wissenschaft entwickelt sich von Beerdigung zu Beerdigung weiter, sagte der deutsche Physiker Max Planck. Genauer, eine neue wissenschaftliche Wahrheit setzt sich nicht dadurch durch, dass ihre Gegner überzeugt werden, eher dadurch, dass die Gegner aussterben und eine neue Generation heranwächst, die mit der neuen Wahrheit vertraut ist. Was denkst du über Semmelweis Geschichte und was sie für Neuerungen in Wissenschaft und Medizin bedeutet? Und machen wir, wie Planck sagte, wirklich nur von Generation zu Generation Fortschritte? Teile deine Gedanken in den Kommentaren unten mit. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, mach mit bei patreon.com/sprouts.